Wiener Tafel ist Österreichs älteste Tafelorganisation. Sie wurde gegründet 1999. Das Besondere jetzt an der Wiener Tafel ist, dass wir eben auch die Bewusstseinsbildung als Ziel in den Statuten haben. Also nicht nur Lebensmittel retten und damit armutsbetroffene Menschen versorgen, sondern eben auch die Bewusstseinsbildung war immer auch ein wichtiger Teil davon. Das Sensoriklabor entstand 2014 als Anregung eigentlich von der Kinderuni. Die Kinderuni hat uns gefragt, ob wir nicht einen Workshop anbieten wollen für Kinder. Und da haben wir gesagt, ja, das wäre schon sehr nett und haben uns dann zusammengetan mit Köchinnen, Ernährungswissenschaftlern, Expertinnen, Experten auf dem Gebiet, und die haben mit uns gemeinsam oder für uns diese Stationen entwickelt. Also dieser Workshop ist ein Stationen-Lern-Workshop, wo wir halt in 5 verschiedenen Stationen Kindern, damals waren es wirklich nur Kinder, beigebracht haben, wie sie ihre Sinne nutzen können, um die Qualität von Lebensmitteln selbst einschätzen zu können. Die Zusammenarbeit mit Jugend am Werk habe ich eigentlich das erste Mal so wahrgenommen, wo der Rudi Kammerer gekommen ist und gesagt hat, wir könnten auch das Sensoriklabor machen. Also die Zusammenarbeit war vorher schon da, aber dann halt auch in diesem Bereich. Und wir haben gesagt, natürlich, und haben auch Workshops gemacht, Schulungen gemacht. Das war, glaube ich, 2016, 2017, also schon recht lange. Und einige, die damals schon dabei waren, sind noch immer dabei. Ich arbeite in der Werkstätte Speckbacher Gasse in der Gastronomiegruppe. Ich habe jetzt gehabt, die Blindverkostung habe ich einmal gemacht. Na, die Kinder müssen blind, die müssen das tasten oder sie können es essen, wenn sie es nicht wollen, können sie das dann weggeben. Es sind verschiedene Gemüse, Obst, so Nüsse, Popcorn und so, und fragen, wenn sie allergisch drauf sind. Also die Idee vom Sensoriklabor ist, dass Kinder und Jugendliche wieder ihre Sinne wahrnehmen. In Zeiten, wo Lebensmittelverschwendung und ein großes Thema ist und Lebensmittel weggeschmissen werden, hat sich die Tafel gedacht, wir müssen das Bewusstsein schärfen und die Kinder lehren, dass sie wieder ihre Sinne einsetzen. Und das Schöne am Sensoriklabor ist, dass wir jetzt einen Perspektivwechsel haben, dass die Teilnehmerinnen unserer Tagesstrukturen in die Expertenrolle schlüpfen und den Kindern und Jugendlichen beibringen, wie man die Sinne richtig schärft und einsetzt. Früher, wie es noch kein Mindesthaltbarkeitsdatum gegeben hat, haben die Menschen auch gerochen, ist das noch gut. Und diese Sinne, oder man schmeckt oder man schaut sich das Produkt an. Und beim Sensoriklabor lernen die Kinder in 5 Stationen diese Sinne einzusetzen. Also es gibt eine Geruchsstation, der Geruch des Verderbens. Es gibt eine Profiverkostung Joghurt, wo ein abgelaufenes Joghurt verkostet wird. Es gibt eine Kostbar, wo eine Blindverkostung stattfindet. Man lernt, wie man einen Kühlschrank richtig einräumt. Und man schaut sich an, wie Schimmel unter dem Mikroskop ausschaut und was ist guter und schlechter Schimmel. Also ich habe schon mal die Geruchsstation gemacht, die Joghurtstation, die Blindverkostung. Bei der Geruchsstation ist es so, man hat hier ein paar Behälter, die Leute riechen dran und versuchen zu erraten, was drinnen ist in den Behältern. Natürlich haben wir auch unsere Fläschchen. Bei den meisten ist das wirklich extrem lustig, wenn man, weil da sind auch verdorbene Sachen drin in den Fläschchen und auch gute Gerüche drin. Am lustigsten ist es, wenn die anderen dran riechen und man manchmal die verzogenen Gesichter dann sieht meistens. Der schlimmste Geruch ist die Wurst. Der beste Geruch sind die Nüsse. Ich gehe immer vom Besten zum Schlechtesten.
dass ich immer was zu lachen habe. Bei uns gibt es in sehr vielen Bereichen ehrenamtliche Möglichkeiten, sich zu engagieren. Einfach anrufen oder ein E-Mail schreiben unter office@wienertafel.at und dann kriegt man die Antwort einfach. Es gibt immer Ehrenamts-Infoabende, wo man ganz unverbindlich teilnehmen kann und sich informieren kann, was gibt es da, wo finde ich mich wieder, was kann ich tun, und dann wird man so auf das Richtige stoßen.